In diesem Video geht es um eine Basisrente von der Bayerischen Lebensversicherung. Und zwar geht es um die Basisrente Tarif Aktiv. Wenn du also einen solchen Vertrag in der Vergangenheit abgeschlossen haben solltest oder gerade dabei bist und Unterlagen bzw. ein Angebot vor dir liegen hast und dir die Frage stellst, ob sich das Ganze für dich lohnt, dann solltest du dir dieses Video ganz genau bis zum Ende angucken. Willkommen bei diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit vorhandenen Altersvorsorgeverträgen, Rentenversicherungen und eben Sparverträgen oder eben Angeboten und wollen von uns unabhängiges Feedback. Als Honorarfinanzanlagenberater ist es unsere Aufgabe, solche Verträge sachlich zu bewerten und dann entsprechend zu erklären, um Feedback zu geben, in welcher Form sich diese Verträge eben für den betroffenen Menschen lohnen oder nicht. Und jetzt ist es hier wieder so, dass jemand auf uns zukam mit einem Angebot und uns eben hier um Feedback gebeten hat. Und das möchte ich hier jetzt mal gemeinsam mit euch vor der Kamera machen. Zunächst einmal generell zu der Basisrente. Die Basisrente ist ein Produkt aus der ersten Altersvorsorgeschicht. Sie ist quasi das Pendant zur gesetzlichen Rente, hauptsächlich ins Leben gerufen für die Selbstständigen. Das heißt, die Selbstständigen, die eben nicht in die gesetzliche Rente einzahlen, haben dadurch die Möglichkeit, auch ein staatlich gefördertes Produkt abzuschließen, was sich eben Basisrente nennt. Auf der einen Seite ist es so, dass in der Basisrente Beiträge, die eingezahlt werden, steuerlich nach einem gewissen Prinzip abgesetzt werden oder angerechnet werden können, was zu einer Minderung der tatsächlichen Aufwendung führt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass genau wie in der gesetzlichen Rente auch die Basisrente später, wenn sie als Rente ausgezahlt wird, besteuert werden muss. Auch da gibt es verschiedene Regelungen. Die steuerlichen Parameter kann ich in diesem Video nicht genau erklären, weil das natürlich eine sehr individuelle Betrachtungsweise ist und von verschiedensten Faktoren zusammenhängt. Ich habe dir aber mal unten in der Beschreibung ein Video verlinkt mit einer Art Musterbeispiel, man könnte es auch eine Schönwetterrechnung bezeichnen, wo ich ein bisschen auf die steuerlichen Parameter eingehe. In dem Video können wir nur unabhängig der Steuern mal auf dieses Produkt eingehen, was da eigentlich mit dem Geld passiert. Dann ist es so, bei der Basisrente gibt es auch den Punkt der sehr unflexiblen Kapitalisierung. Was meine ich damit? Ich meine, in der Basisrente, genau wie in der gesetzlichen Rente, kannst du niemals dir dein Geld einmalig auszahlen lassen. Das heißt, weder in der Ansparphase kannst du dein Guthaben auszahlen lassen, noch später im Rentenalter. Das Einzige, was möglich ist, ist eben hier im Rentenalter eine monatliche Rente zu bekommen, eine lebenslange monatliche Rente. Und in der Ansparphase, wie gesagt, kein Zugriff aufs Geld. Die einzige Möglichkeit ist halt natürlich Beiträge zu ändern, sprich auch zu pausieren oder eben Geld zuzuzahlen und Beiträge im Rahmen gewisser Grenzen zu erhöhen, aber eben keine Kapitalisierung. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber wichtig ist, dass man das weiß, wenn man sich für ein solches Produkt entscheidet. Losgelöst von der Basisrente gilt generell, wenn es um Altersvorsorge geht, immer eine Sache zu beachten, und zwar das Thema Rendite. Die pauschale Empfehlung von mir ist, investiere nur in Produkte, in Verträge, in Geldanlagen, wo du ein realistisches und wahrscheinliches Szenario hast, eine vernünftige Rendite einzusammeln. Denn um Altersvorsorge und Vermögensaufbau erfolgreich hinzubekommen, brauchst du auf lange Sicht Rendite und Zinsen und Zinseszins. Und wenn Produkte von Anfang an das nicht hergeben können, dann macht es keinen Sinn, Geld abzugeben und dort rein zu investieren. Und aus diesem Grunde gucken wir uns eben Vertragsprüfungen wie diese hier und auch viele andere, die wir mittlerweile auf YouTube veröffentlicht haben, immer aus dem Aspekt der Renditepotenziale an, um daraus zu ermitteln, was für eine realistische Summe ist hier auf lange Sicht in einer solchen Geldanlage zu erwarten. Dann ist es noch so, dass es bei diesen Vertragsprüfungen, wie wir eben schon mittlerweile auch hier Tausende durchgeführt haben, einige grundsätzlich gleiche Parameter gibt. Auf die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen, ich werde es gleich anreißen, aber wenn du es genauer wissen willst, findest du ebenfalls unten in der Beschreibung ein Video und eben auch einen Blogartikel, wo so die allgemeinen Voraussetzungen und Parameter für eine solche Vertragsprüfung dir auch erklärt und nahegelegt werden. Jetzt gehen wir aber mal zusammen hier in das Angebot, was mir vorgelegt worden ist, damit wir hier mal uns die grundsätzlichen Stammdaten erstmal angucken. Also wir sehen hier Basisrente aktiv, heißt der Tarif, hier die genaue Tarifbezeichnung. Dann sehen wir hier, dass die versicherte Person geboren ist am 3.1.1986 und wir haben hier einen geplanten Beginn 1.5.2022. Monatlich wird hier beabsichtigt, 600 Euro einzuzahlen und das Ganze bis zum 67. Das sind noch 31 Jahre Einzahlungsdauer. Und im Jahr 2053 ist dann die Person hier 67 Jahre und möchte dann gerne in Rente. Etwas weiter unten
das ist noch ganz wichtig, sehen wir, dass hier eine Fondsanlage gewählt worden ist, ein Fonds, und da sollen 100% der Beiträge in diesen Fonds eingezahlt werden. So, und wie gehen wir jetzt vor? Zunächst einmal gucken wir uns die Fondsanlage an und gucken uns an, was für ein Fonds ist das hier eigentlich. Es handelt sich hier um einen 100%igen Aktienfonds, der dem MSCI World Index angelegt ist. Das bedeutet, wir haben hier ausschließlich Aktien in diesem Fonds, entsprechend mehrere Aktien hinterlegt, und daraus ergibt sich eine gewisse Rendite, die entstehen kann. Im Durchschnitt ist das Renditepotenzial in den letzten 100 Jahren des Aktienmarktes insgesamt bei ungefähr 9% im Schnitt pro Jahr gewesen. So. Deshalb müssen wir hier die Annahme treffen, das ist auch aus wissenschaftlicher Sicht, immer wieder wird das bestätigt bzw. als realistisch angesehen, dass wenn über einen sehr langen Zeitraum ein gewisser Mittelwert gegeben ist, wir den jetzt hier auch seriöserweise für die Zukunft annehmen können. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Marktrenditeannahme von 9%. Und jetzt müssen wir gucken, welche Faktoren gibt es, also welche negativen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Kosten, sind von diesen 9 abzuziehen, um dann einen gewissen Betrag übrig zu behalten, der dann einer realistischen, durchschnittlichen Kundenrendite gleichkommt. Und mit der können wir dann hochrechnen, auf wie viel Kapital hier über diese 31 Jahre Laufzeit dieser Max Mustermann, nennen wir mal, realistisch kommen kann. Wir fangen also an und gucken uns mal zuerst die Kosten des Versicherers an. Dazu springen wir hier in diesem Angebot, wir haben das natürlich vorbereitet, auf die Seite 12 und sehen hier eine Kostenübersicht. Also, wir haben hier zunächst einmal die sogenannten Alpha-Kosten. Alpha-Kosten sind hier, das sind die Abschluss- und Vertriebskosten. Die quasi Provision, die in der Regel der Berater kriegt per Abschluss. Die berechnen sich anhand der monatlichen Beiträge und anhand der Laufzeit. Das heißt, der monatliche Beitrag mal 12 mal Vertragslaufzeit ergibt die sogenannte Bewertungssumme. Die steht hier oben. Das sind 223.200 Euro. Davon 2,5%, hier steht es auch, Prozentsatz 2,5, sind in Euro 5.580 Euro, und das sind die Abschluss- und Vertriebskosten. Das ist eine Kostenposition, die zu Beginn bei Vertragsabschluss berechnet wird. Man zur Berechnung ja diese hohe Zahl, diese 223.200 Euro nimmt, und die ja nur entsteht in der Unterstellung, dass man das Ganze auch über die entsprechende Zeit durchhält. Trotzdem werden diese Kosten am Anfang bereits berechnet und über die ersten 5 Jahre dem Vertragsguthaben aufs Vertragsguthaben verteilt. Das heißt also, um es mal konkret zu machen, diese 5.580 Euro in dem Fall werden auf 5 Jahre verteilt, also sprich durch 60 Monate, und das sind 93 Euro im Monat. Bedeutet also, von den 600 Euro, die hier eingezahlt werden, Monat für Monat, werden über die ersten 5 Jahre nicht 600 angelegt, sondern eben 93 direkt weggenommen für die Tilgung, für die Bezahlung dieser Abschluss- und Vertriebskosten. So, das ist die erste Kostenposition. Dann geht es weiter mit den Verwaltungskosten, und zwar gibt es hier die sogenannten Beta-Kosten. Die Beta-Kosten sehen wir, ich gehe mal ein bisschen näher ran, hier als Prozentsatz der eingezahlten Beiträge, 8%. Das bedeutet, bei jedem Monat, wo 600 Euro hier eingezahlt werden, gehen für diese zweite Kostenposition, 8%, 48 Euro in diese weitere Kostenart. Und zwar Monat für Monat. Das ist nicht begrenzt auf 5 Jahre, sondern über die gesamte Laufzeit. Wir können das spaßeshalber mal hochrechnen. 48 mal 12, dann haben wir ein Jahr, und das Ganze mal 31 sind 17.856 Euro für diese Kostenposition, für die Verwaltungskosten. So. Und dann geht es weiter. Es gibt noch guthabenabhängige Verwaltungskosten. Sprich, nicht so leicht wie gerade errechenbar, sondern die sogenannten Gamma-Kosten, die sich auf ein jährlich steigendes Guthaben erneut berechnen. Die sehen wir hier. Und zwar nennen die das hier Prozentsatz des gebildeten Kapitals. Aktuelle Kostenbelastung. Also, hier ist eine Maximierung drin auf 4% im Jahr. Das wird und ist allerdings inklusive Fondskosten. Jetzt ist es natürlich so, dass es unterschiedliche Fonds gibt, dementsprechend ist dieser Wert im Grunde genommen jetzt nicht so repräsentativ. Hier steht jetzt aktuelle Belastung 2,33. Wir haben hier bei der Bayerischen angefragt in der Fachabteilung und haben uns schriftlich bestätigen lassen, dass die aktuellen Kosten für die Gamma-Gebühr, also für die Gamma-Kosten bei 0,3% liegen.
diese Information kriegt natürlich der Endverbraucher nicht unbedingt. Und es war auch nicht einfach, beziehungsweise es braucht halt wirklich den Zugang zu den Abteilungen, um diese Information rauszubekommen. Weil aus dem Angebot ist es nicht erlesbar. Und selbst wenn man es jetzt weiß, wirst du wahrscheinlich bis jetzt in dem Video noch nichts damit anfangen können, was das jetzt bedeutet. Diese 0,3% werden berechnet jedes Jahr auf ein immer steigendes Guthaben. Das heißt in Euro, auch wenn der Prozentsatz jetzt mal angenommen fest ist, der ist variabel, wir sehen ja hier mit einer gewissen Maximierung, aber der kann auch sich verändern, aber auf ein immer größer werdendes Guthaben macht dieser Satz natürlich in Euro auch immer mehr aus. Wie viel werden wir gleich im finanzmathematischen Gutachten sehen im Fazit? Das sind die drei Kostenarten, die wir hier auf der Ebene der Versicherung haben. Hier sehen wir nochmal, das ist auch noch wichtig, den Rentenfaktor. Sprich, wie viel monatliche Rente zahlt die bayerische Lebensversicherung hier an den Max Mustermann aus, je 10.000 Euro Guthaben. Das werden wir im Fazit, im Gutachten gleich nochmal aufgreifen. So, und damit haben wir jetzt erstmal die Kosten auf der Ebene der Versicherung ermittelt. Jetzt geht es weiter, und zwar in die Kosten der Fondsanlage. Also gucken wir uns an, hier die Fondsübersicht der Bayerischen und hier ist der Fonds auch aufgeführt. Und da sehen wir im unteren Bereich einmal den Kostensatz, 1,03% ist die Verwaltungsgebühr, die Managementgebühr für diesen Fonds, die genauso wie die Gammakosten jedes Jahr auf ein immer größeres Fondsguthaben berechnet werden. Derzeit gibt es keine Rückvergütung hier an der Stelle, das heißt im Moment schüttet dieser Fonds keine Rückvergütung an den Versicherer aus. Dementsprechend steht hier 0 und die Kosten bleiben bei 1,03%. Stichwort Rückvergütung. Je nachdem, welche Fondsanlage man wählt, ist es bei der Bayerischen so, das sehen wir weiter oben, hier steht, ich lese es einmal vor, für Gruppen gleichartiger Versicherungen, damit auch für die Versicherung, werden jährlich Überschussanteilsätze festgesetzt. Außerdem wird bei uns bei einigen Fonds ein Teil der bei der Verwaltung dieser Fonds einbehaltenen Kosten von den Kapitalanlagegesellschaften zurückerstattet, in Klammern Rückvergütung. So, an dieser Rückvergütung beteiligen wir Sie, also den Kunden hier, in Form einer fondsabhängigen Überschussbeteiligung. Aktuell schütten wir die Rückvergütung vollständig in den Versicherungsverträgen aus. Veränderte Überschusssätze wirken sich auf die Entwicklung des Deckungskapitals aus. Also heißt kurz zusammengefasst, je nach Fonds schüttet derzeit die Bayerische, kann sich natürlich ändern, das, was sie an Rückvergütung vom Fonds erhält, an den Kunden wieder aus. So. Da wir hier aber eine Fondsanlage haben, die keine Rückvergütung hat, ist das letztendlich für uns hier an der Stelle jetzt irrelevant. Je nachdem, was du für einen Fonds hast, kann das natürlich bei dir anders aussehen. Jetzt geht es weiter. Und zwar ist es so, dass wir mit diesen Fondskosten hier noch nicht alle zu berücksichtigenden Faktoren mit erfasst haben. Es gibt drei weitere Faktoren, die wir bei diesem Fonds mit berücksichtigen müssen. Und zwar ist das zum einen das aktive Management. Bedeutet, es handelt sich hierbei nicht um die laufenden Fondskosten, die wir hier aufgeführt haben, sondern die Art der Strategie, die hier gefahren wird, sorgt dafür, dass gegenüber dem evidenzbasierten Investmentansatz, dem Ansatz, den wir letztendlich empfehlen, eine gewisse Renditedifferenz entsteht. So, dafür haben wir natürlich diverse Belege und können das nachweisen, aber um es jetzt kurz und knapp zusammenzufassen, ist es so, dass dieser Fonds hier über die letzten Jahre und diese Anlagestrategie vor allem dem evidenzbasierten Ansatz im Durchschnitt 0,7% hinterherhängt. Das heißt, wir haben hier eine Differenz durch die Anlagestrategie, die wir hier irgendwo in der finanzmathematischen Berechnung mit berücksichtigen müssen. So, und das ist ein Wert, wie gerade gesagt, es handelt sich nicht dabei um jetzt Kosten, die jetzt der Fonds zugrunde liegen, sondern eine Minderung der Rendite aufgrund der Anlagestrategie, die hier gewählt wird. So, und das sind 0, ich schreibe das mal einfach hier in die Mitte, 0,7% im Schnitt pro Jahr durch diese Strategie, die dieser Fonds fährt. So, Punkt Nummer 2 ist die sogenannte Cashlock-Falle. Cashlock-Falle bedeutet, dass nahezu jeder Fonds immer einen Teil des Geldes Cash auf der Seite behält. Man nennt das auch liquide Mittel. Und bedeutet, dass wenn du hier in diesen Fonds einzahlst, niemals dein ganzes Geld angelegt wird, sondern immer ein Teil deines Geldes eben auf der Reservebank liegt und nicht angelegt ist, worauf es also keine Zinsen gibt. Und in dem Fall, wenn wir hier einmal gucken, sehen wir in der Fondsübersicht,
Derzeit ist es so, dass hier die flüssigen Mittel, so wird es hier genannt, 3,6% betragen. Das heißt, von beispielsweise 100 Euro Fondsvolumen oder 100 Euro Einzahlung von dir werden 3,60 Euro eben nicht angelegt. So. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen im Verlauf, was den Halbjahresbericht angeht, angucken, dann können wir hier erkennen, dass zum Beispiel in der Gesamtverteilung, im Gesamtvolumen des Fonds 97,94% in Aktien investiert sind. Daraus können wir schließen, dass 2,06% eben als liquide Mittel nicht investiert sind. So, und wenn wir da einen Mittelwert bilden, kommen wir hierbei auf im Durchschnitt 2,83% an sonstigen liquiden Mitteln, die der Fonds im Durchschnitt immer hält. Und ausgehend von unserer Marktrenditeberechnung bedeutet das eine Minderung der Rendite, wenn wir das hier mathematisch berechnen, von 0,24%. Per annum. So. Und der dritte Faktor, den wir hier mit berücksichtigen müssen, sind die Transaktionskosten. Die Transaktionskosten, die in diesem Fonds und an dieser Fondsanlage dranhängen, sind natürlich für die Zukunft nicht für uns vorhersehbar oder generell nicht. Deswegen müssen wir hier auch wieder auf wissenschaftliche Untersuchungen zurückgreifen, die sich mit diversen Fonds auseinandergesetzt haben, was die Gesamttransaktionskosten angeht. Und hierbei gibt es Variablen von 0,23% bis teilweise über 3% pro Jahr, je nach Fonds, je nach Marktlage. Wir setzen hier einen eher geringeren Wert an und reden hier von 0,5%, die wir im Schnitt hier über die gesamten Transaktionskosten pro Jahr im Schnitt ansetzen. So, 0,5. So, das heißt, wenn wir alle drei Positionen zusammenfassen, sprechen wir hier von 1,44%, die wir zusätzlich als negative Einflussfaktoren in der Fondsanlage mit berücksichtigen müssen. Wenn dir das jetzt zu kompliziert war oder zu schnell ging, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder unten in der Beschreibung guckst du dir die ganzen Nachweise, Studien und Quellenangaben an, die wir hier aufbereitet haben und dir extra mit angehängt haben. Oder du wendest dich an uns und wir prüfen das Ganze, wie es in deinem Fall ist. Weil das ist eine sehr individuelle Situation und wenn es bei dir andere Fondsanlagen, andere Parameter gibt, dann kann das natürlich komplett anders ausfallen. Und dann können wir dir das natürlich auch im persönlichen Gespräch einfach erklären, und sodass du das auch gut für dich verstehen kannst. Wir haben jetzt die Kosten der Versicherung, wir haben die Kosten der Fondsanlage und wir haben die weiteren negativen Einflussfaktoren, die ich gerade erklärt habe, alle zusammengefasst. Und gemeinsam mit diesen Werten gehen wir jetzt in das finanzmathematische Gutachten und sehen hier zunächst mal die Vorgaben, und zwar die allgemeinen Parameter, die wir hier eingegeben haben. Den monatlichen Beitrag, das Eintrittsalter und die Laufzeiten. Dann haben wir hier angegeben eine Geldanlage, eine Fondsanlage mit ausschließlich 100% Aktienanteil. Auf der nächsten Seite sehen wir hier die Kosten. Und zwar haben wir hier einmal die laufenden Fondskosten eingetragen, 1,03, die derzeit gelten. Und wir haben hier die weiteren renditemindernden Faktoren, die ich eben erklärt habe, auch mit erfasst. Auch wenn sie keine direkten Kosten sind, sind sie trotzdem renditemindernde Faktoren. Dann haben wir hier die derzeitigen Gammakosten von 0,3%, die uns die Bayerische auf Anfrage schriftlich bestätigt hat. Und dann haben wir hier noch die Abschluss- und Vertriebskosten, die sich hier auf diese Bewertungssumme errechnen, die sich auf die gesamte Laufzeit verteilt und eben auf 60 Monate diese Abschluss- und Vertriebskosten dem Vertrag berechnet werden. Und hier haben wir noch die Beta-Kosten, diesen festen Prozentsatz, ich glaube es waren 48 Euro, hatte ich eben gerechnet, auf Monatsebene. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite und haben hier die Ergebnisübersicht. Wir können hier sehen, dass das insgesamt eingesetzte Kapital 223.200 Euro ist. Die Summe hatten wir eben schon mal, das ist ja die Bewertungssumme, die wir ja eben auch schon errechnet haben. So, und jetzt können wir, wenn wir nach unten springen, erkennen, dass aufgrund der Geldanlage, abzüglich der Kosten und negativen Faktoren, hier ein Guthaben von 506.000 Euro ungefähr am Ende zu erwarten ist. Ein Bruttovertragsguthaben. So, das klingt erstmal schön, weil wir hier eine Verdopplung und mehr als Verdopplung der Summe haben. Jetzt müssen wir uns aber folgende Sachen vor Augen führen. Punkt Nummer 1. Das Ganze hier, wie schon erwähnt, ist nicht einmalig auszahlbar, sondern nur als monatliche Rente.
Die monatliche Rente berechnet sich mit dem Rentenfaktor 25,42 €, den hatten wir eben erfasst, und ergibt dann monatlich eine Rente von 1.288 € nach unseren Berechnungen hier. Aber auch da, leider noch nicht fertig, ist es immer noch so, dass wir hier ja eine Bruttorente haben. Das heißt, je nach steuerlicher Situation, da kommen wir wieder zum Thema Steuern, ist es sehr individuell, was am Ende netto davon hängen bleibt. Im schlechtesten Fall zahlt hier jemand 42% Einkommensteuer drauf und hat dann natürlich eine deutliche Reduzierung. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, und zwar das Thema Inflation. Das trifft jetzt hier nicht die Bayerische als Schuld. Können da auch nichts für. Die Inflation betrifft uns alle und die sollten wir letztendlich alle, müssen sie mit berücksichtigen. Und wenn wir darüber reden, bei der Inflation ist es so, dass wir hier aufgrund der Inflation, und damit meine ich gar nicht die aktuell sehr hohe Inflation, sondern die Durchschnittsinflation von 2%, ist es so, dass der Wert dieser 506.000 € in 31 Jahren nur noch bei 275.000 etwa liegt. Also rein der Wert, die Kaufkraft hat sich dadurch ja halbiert ungefähr. Und das betrifft natürlich nicht nur die Einmalsumme, sondern vor allem natürlich genauso die monatliche Rente. Und die monatliche Rente reduziert sich dadurch auch auf 697 € bei 2% Durchschnittsinflation. Und das sollte man sich bewusst machen, dass das natürlich dann eine ganz andere Rente ist und die wird natürlich trotzdem logischerweise versteuert. Das heißt, netto ist es immer noch nicht. Vergleichen wir mal brutto mit brutto und gucken uns mal an, wie lange muss man denn hier diese monatliche Rente brutto beziehen, damit man diesen Bruttobetrag hier oben, der eingezahlt ist, wieder raus hat. Die Antwort lautet 26 Jahre. Das heißt, dieser Max Mustermann hier muss 26 Jahre lang in Rente sein, so lange leben, dann ist er 93. Ab dann hat er über die Rentenzahlung brutto genauso viel rausbekommen, wie er brutto eingezahlt hat. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, ob sich das lohnt. Das kann jeder selbst bewerten, ob das für ihn ein gutes Geschäft ist. Wir können uns aber mal angucken, was in der Mitte, in dieser Blackbox hier, dazu beiträgt, dass es so ist, wie es ist. Wir haben hier die Kosten des Versicherers, über 40.000 €, Vertragskosten über die gesamte Laufzeit. Und wir haben hier die Kosten der Fondsanlage, inklusive der negativen Faktoren, die ich eben erklärt habe. So. Und insgesamt sehen wir hier über 183.000 € Gesamtbelastung, die in und um diese Geldanlage hängen. Und das wiederum bringt aber auch das Potenzial, für uns zum Beispiel als Experte, unserem Kunden zu zeigen, an welchen Stellen man hier einige Zehntausender einsparen kann, durch ein paar Optimierungen und dadurch natürlich hier hinten raus deutlich mehr Kapital zur Verfügung steht, was deutlich mehr Lebensfreiheit und Möglichkeiten mit sich bringt. Und dann gibt es natürlich auch Alternativen, abseits der Basisrente, die so unflexibel ist, wie ich eben erklärt habe, was für manch einen schon ein K.O.-Kriterium ist, weil er einfach nie aufs Geld einmalig zugreifen kann, gibt es natürlich auch Varianten losgelöst der Basisrente. Und die kann man in solchen finanzmathematischen Gutachten natürlich sehr schön nebeneinander stellen, um zu erkennen, mit allen steuerlichen Parametern ganz individuell, wo hat man den größten Hebel, wo hat man die größte Flexibilität und wo hat man persönlich das beste Gefühl bei seinem Vertrag und bei seiner Altersvorsorge. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie sieht es bei deiner Basisrente aus, gibt es für dich vielleicht auch Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren, gegebenenfalls abseits der Basisrente? Und ja, welche Ideen und Verbesserungsvorschläge haben wir konkret für dich? Dann geh auf unsere Homepage www.tappeconsulting.de, informier dich bei uns und dann buche einfach mal ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir uns deinen Vertrag angucken, deine Basisrente und mit dir darüber reden, wie man bei dir auch noch mehr rausholen kann. Also ich freue mich auf dich. Bis dann, dein David.